Ich weiß immer nicht, ob wir den denn schon hatten oder nicht. Anscheinend haben wir den schon. Naja, kriegst du halt neu. Mir egal. Reine Willkür. So, wo können wir denn neu hin? Gehen wir mal wieder zu diesem Park. Egal, mehr für dich. Ja. Scheiße, ich nicht schneller rennen kann. Mein Polizist ist sehr langsam. Chloe ist ein Hamburger. Oh, wow. Wow. Ich hab Hunger auf Hamburger, ja. Bin doof. Der Park ist bestimmt ein Brennpunkt für illegale Prostitution. Und warum sind wir nicht die Zuhälterin? Das sehe ich nicht ein. Wir müssen das Geld machen hier. Sehe ich nicht ein. Den hatten wir schon. Strafzettel für die Mülltonnen, die ist umgekippt. Warte mal. Halt, stopp. Halt, stopp. Du säufst gerade, darfst du gar nicht, ne? Trink in der Öffentlichkeit. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Danke, Officer. Ich bin mal nett hier, aber zeig mir mal trotzdem... Einmal den Ausweis, bitte. Einmal zeigen. Natürlich. Bitteschön. Was? Was? Ist er das jetzt? Oder nicht? Warte mal, das ist doch voll der... Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Das ist ja bitte nicht... Bitte sehr, Officer. Das ist ja nicht... Meine Frisuren und so kann man mal ändern, aber... Was mache ich jetzt? Hintergrundprüfung und Dokumente. Gefälschte Versicherung, gefälschter Personalausweis. Ich verhafte Sie wegen Mitführens eines gefälschten Ausweises. Ist mir egal, ich verhafte dich jetzt einfach. Komm mit. Kommt der jetzt mit? Du bist verhaftet. Du kannst jetzt da stehen bleiben. Have a nice day! Dieser wäre ein guter Cop. Ja. Aber nur mit dem Schnurrbart. Bleibt der jetzt da stehen? Ist mir egal. Have a nice day. Da ist der mit dem Ausweis, Nette. Ich hab den Schlüssel außerdem gegessen. Kannst einen Transporter bestimmen? Ich bestimme einen Transporter. Hier. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstärkung. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Ich fühle mich gut. Also da muss ich jetzt leider einen Strafzettel verteilen, weil mitten auf dem Weg hier parken, das geht gar nicht. Das geht ja gar nicht. Erstmal ein Strafzettel, $25. Also wirklich. Und ein Abschleppwagen. Ich
Solange ich kann, Reno. Mal gucken. Special Operations. Tschüss. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt richtig war. Das ist ja voll. Die Hintergrundprüfung zu dieser Person zeigt nicht übereinstimmende Daten, da sie einen gestohlenen Personalausweis verwendet. Du musst diese Person umgehend wegen Mitführung eines gestohlenen Personalausweises in den Handschellen legen und verhaften. Haben wir ja gemacht. Also war richtig, ja? Sicherungsstatus ist ungültig. Als gestohlen gemeldet? Nein. Ah. Waffenschein? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich sah einfach nicht... Ich meine, Frisuren können sich ändern, aber er sah einfach auch komplett anders aus, ne? Und irgendjemand hat Müll weggeworfen, aber habe ich jetzt nicht gesehen. Verbrecherpark hier. Du Sau, du Umweltsünder, du. Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Okay, Officer. Bitteschön. Barbiri. Barbiri, das ist nicht in Ordnung, dass du den Mülli auf den Boden wirfst. 24, ja. Jetzt aber trotzdem. Bawassi, Babibi, Babadi, Babu. Keine Ahnung. Ich belange Sie wegen Umweltverschmutzung. Das macht 25 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, dann schmeißt du nicht auf den Boden, du blöde Sau. Ich meine, wenn du auf den Boden fällst, muss ich auch die Müllabfuhr holen. Hier, bitte, Officer. Kostet auch eine Menge Geld, um die Leute zu holen. Kannst du mal sehen. Ey, ist unfassbar, unfassbar. Ja, mein Ziel erreicht. Wir haben den One Piece gefunden. Darf ich jetzt in Rente gehen? Ich habe mein Ziel erreicht. Bitte, Officer, bremst man, verhaften Sie mich. Du bist auch so ein Umweltsünder. Ich komm und hau dich. Direkt Mannschaftswagen vor deiner Tür. Wo sehe ich jetzt was? Was soll ich denn jetzt machen? So ein Ausweis. Barbiri sah aber jetzt auch ganz schön anders aus. Die Person hat Abfall weggeworfen. Schlimm. Schlimm. Betrinken? Unrechtmäßiges Anlegen von Handschellen. Sehe ich nicht. Unrechtmäßige Anforderung eines Gefangenen. Das sehe ich nicht. Der hat es verdient. Der hat da einfach so ein voll falsches Bild gehabt. Nee. Nicht verdächtig, Ausweiskontrolle. Du solltest nach dem Personalausweis fragen, bevor du einen Strafzettel ausstellst. Danach ist dies unnötig. Ha? Aber ich will die erst bestrafen. So, wir haben einen Knüppel dabei? Ja, sicher. Also ich soll zuerst... nach dem Ausweis schauen, bevor ich diejenigen eine Strafzettel... Okay. Jetzt bestraft einfach... Ja, ich würde hier noch viel schlimmere Dinge tun, aber... Was ist denn das hier? Das... Nee. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken?
Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden. Da kann er schon weg sein. Wollt ihr mich verarschen? Wie innerhalb von 24 Stunden? Ja, die Lichter funktionieren allgemein im Moment nicht mehr. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ah, danke, Pia, für die Vergiftung an Scorchy. Dankeschön. Hallo. Hallo. Und ein Stufe 3 sogar. Oha. Das ist sogar ein Stufe 3 Sub. Krass. Schnell Buch lesen, ja, ja. Ich höre Polizei. Soll ich helfen? Wurde vergiftet, ja. Andrews Bakery. Aha. Führt das hin? Ach, das ist einfach nur so eine Brücke. Die wird bestimmt sehr oft genutzt. Ich hab 2 Subs mehr. Ist schon wieder falsch, die Anzeige. Ihre Schicht ist um, Officer. Okay, schreck mich doch nicht so. Ja. Schon die Waffe rausholen, ne? Na, Schreckschuss. Wie irgendjemand macht jetzt. Jetzt habe ich ja Feierabend, ne? Muss ja jetzt zurückgehen und mich abmelden. Aber wie macht jetzt macht irgendeiner noch Scheiße. Und hält mich von meinem Feierabend ab. Das Auto qualmt, aber das ist ja hier. Nee, nee, nee. Hallo, Officer. Nee, ich habe keine Zeit. Lass mich in Ruhe. Ich bin jetzt nicht mehr der Officer. Ich habe jetzt frei. Einen Hut absetzen. Tag. Schreibtisch. Bericht schreiben. Fotokamera. Oh nein, jetzt können wir auch noch Stalker-Moves machen. Leichter Unfall. Neue Nachbarschaft freigeschaltet. Radarpistole. Oh mein Gott. Ja. Raser melden. Ja, ich werde euch alle melden. Die Leute, die zu schnell laufen, ey, die werden alle jetzt eine schöne Strafzettel bekommen. Weil die fahren ja auch bekanntermaßen. Habt ihr ja alles gelernt hier. Hallo Kartoffel. Ein aufgehender Stern. Neue Schichten verfügbar. Oh, guck mal, hat sich jetzt hier
Ja. Wollen wir zuerst nach Chester? Wollen wir in Chester da für Ruhe sorgen? Hat zwei Parks, da ist bestimmt Drogen und so. Wer weiß. Jugendliche, Sportplätze, vor allem Basketball, ist ein beliebter Sport. Wir machen mal eine halbe Stunde. Das reicht. Willkommen in Chester. Okay, gehen wir auf Streife. Ich kann jetzt auch die Leute mit Rad. Ich rüste mal die Pistole. Bitte die falsche Pistole nicht ausrüsten. Boah, ist das eine Knarre, Alter. Die Radarpistole hilft dir, Temposinner zu identifizieren. Wenn du Fuß auf Streife gehst, die meisten Einwohner von Brighton halten sich an die Verkehrsringe, aber es gibt auch einige, die schneller als die zuverlässige Höchstgeschwindigkeit fahren. Als guter Polizist erkennst du Geschwindigkeitsüberschreitungen wahrscheinlich schon ohne die Radarpistole, aber du brauchst das Bild der Radarpistole, um den Raser zu überführen. Halte Dreieck gedrückt, um das Ausrüstungsrad zu öffnen. Ja, Radarpistole, R2 im Foto machen. Oder den Vorfall melden. Officer, wir haben Beschwerden über Raser erhalten. Könnten Sie besonders darauf achten? Verstanden. Ja, klar. Wird es denn rot markiert oder so? Ich habe keine Ahnung. Unterstützung angefordert. Sind Officer verfügbar? Ich übernehme das. Nimm einen leichten Unfall auf. Wo muss ich hin? Da? Okay, ein leichter Unfall. Ich beeile mich. Hallo Keks? Ja, das ist Ben, der mir in meinem Gesicht wächst. Warte, das klingt irgendwie falsch, aber ja. Er ist sehr flauschig. Warum haben wir nicht ein Motorrad oder so? Wir sind richtig lahm. Wie komme ich jetzt da hin? Ob das pinke Mädchenfahrrad einem Polizisten gehört? Ich habe keine Ahnung. So, wir mal unser erster leichter Unfall. Jetzt bin ich ja gespannt, was wir da machen müssen. Bestimmt Fotos? Aber ein Unfall. Ja, ein Unfall auf jeden Fall. Oha. Verkehrsunfälle. Befrage die Leute und fahre, um den Unfall zu ermitteln und aufzulösen. Vergiss nicht, alles Gründliche zu untersuchen und Berichte auszuhändigen. Okay. Ich bin am Unfallort eingetroffen. So, Unfallbericht übergeben. Was, wie machen wir das? Test wegen Alkohol. Wie viele Fragen ist die Leute? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Na, das hilft mir jetzt nicht. Und vor allen Dingen leichter Unfall. Guck dir das mal an, diese Massenkarambolage. Ja, ihr wisst, was ich meine. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Cool. Das hilft mir alles nicht weiter. Könnt ihr mal richtig erzählen, was hier losgeht? Was hier abging? Was haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Keine Sorge, Nackenzirbler hilft. Fahrzeug durchsuchen. Okay. Eine Salatgurke. Ja, Fotos machen? Fotokamera, genau. Ein Auge für Details. Bremsspuren. Der Bereich ist ausreichend. Ich bin voll Profi.
Was habt ihr Schönes? Erstmal ein Strafzettel für wegen falschen Parken, ja. Das ist auch so. So, was ist das denn hier für Flecken? Also, warte mal, Bremsspuren. Der da vorne hat irgendwie voll abgebremst und der andere ist dann voll reingebrettert und der dann auch, oder wie? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Waffenschein hat er? Mhm. Ach du Scheiße. Versicherungsnummer. So, warte, wie heißt er? Myers, Michael Myers, Lothario. Lothario Myers, Viertürer. Kennzeichen 0. Wie soll ich mir das jetzt alles merken, Alter? Ablaufdatum 24. Aha. Ja. Die Person meidet den Augenkontakt. Diese Zivilperson hält sich merkwürdig. Zu den eigenen Schutz darfst du sie abtasten. Dann muss ich mal jetzt leider anfassen. Sie nach illegalen Gegenständen abtasten. Okay. Ist nichts. So, jetzt zu dir. Zeige den Führerschein. Bitte Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Voll kompliziert alles hier. So, Hamsika Carter. 17.12.23, wir haben noch 22. Hamsika-Karte, Viertürer. Ja, die fährt halt so ein Taxi, oder, ne? Versicherungsnummer. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Bei dem ersten, der hat aber ein bisschen was drin gehabt, ne? Also nicht viel, aber etwas. Zeigen Sie mir bitte Ihren Ausweis und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Aber nicht bitte so, dass man nicht fahrtüchtig wäre, eigentlich. So, abgelaufene Personalausweis. Oh, ne. Du kannst einen Strafzettel ausstellen oder sie mit einer mündlichen Verwarnung davon kommen lassen. Ja, 13.01.22. Lukas. Was machst du denn da? Dann machen wir nicht. Erstmal Verstoß wegen Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Boah. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Dein Anwalt kann dir am Arsch kratzen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Aha. So. Lassen Sie mich Sie bitte nach illegalen Gegenständen abtasten. Ich muss den irgendwie abtasten. Der kommt mir nicht so koscher vor. Kein Gegenstand. Okay. Hast ja Glück gehabt. So, was macht man jetzt? Was mache ich jetzt? Das haben wir schon alles, ne? Hä, ich will ein Foto machen. Was soll denn das? Yeah, mal ein Foto.
Muss alles ordentlich gemacht werden. So. Jetzt den Unfallbericht abgeben und so, ne? Gib dem Fahrer den Unfallbericht, dass die Personalausweis von Fahrer und Zeugen gegeben, Kennzeichen, Anführer, Befragung und Alkohol. Sieh dir Kennzeichen an. Da ist kein Kennzeichen mehr dran, ne? okay. Ist das alles von dem davor? Das sieht so aus, ne? Dieses Fahrzeug hat eine gesprungene Windschutzscheibe. Ja. Zweiundzwanzig. Ja. Möchtest du wissen? Ich bin gerade nicht sicher. Muss ich denen jetzt diese Unfallberichte geben? Weil eigentlich sind wir fertig. Wir haben jetzt alles aufgenommen und protokolliert und im Grunde ist ja dann die Unfallversicherung, so wird ja dann in Kraft treten, ne? Bei jedem. Warte. Weiß auch? Das ist March 23. Warte. Warte. Wie geht es Ihnen, Officer? Ich habe keine Zeit, sehr ruhig. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen Führens eines Fahrzeugs mit abgelaufenem Kennzeichen. Wirklich? Das ist viel Geld! Ja. Oder du spendest es mir, kannst du mir auch geben. Dann lasse ich dich auch laufen. Korrupt erster werden. So, das hat gefehlt, ich sehe schon. Jetzt. Hier ist Ihr Unfall. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Kommissar. Bitteschön, Alter! Laut! Hier ist Ihr Unfallbericht. Das wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Hier ist Ihr Unfallbericht. Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Hey, die Klappe, bei dir war auch was abgelaufen. Ein Jahr dein Führerschein, ne, mein Freund? Ja. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten in Chester. Bin ich fertig jetzt hier? Ich bin jetzt fertig, oder? Boah, warte mal. Diese lauten Autos, die killen mich. Mach mal ein bisschen leiser. Sirenen vielleicht auch noch ein bisschen leiser. Aber Stimmen sind so okay eigentlich, oder? Geil. Na, abschleppen, weil die im Weg stehen? Weil die sind ja im Weg, die können ja nicht mehr fahren, ne? Die müssen bestimmt abgeschleppt werden, oder? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Okay. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Boah, dreimal hintereinander abgeschleppt, Alter. Wow. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden. Ist mir egal, wann ihr es macht, ihr macht es aber. Und was macht ihr, Gaffer, hier? Was ist mit euch? Warum seid ihr alle drei in einem... Warum habt ihr alle drei eine rote Hose an? Zu Ihrer Sicherheit nutzen Sie bitte nicht diesen Bürgersteig. Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit. Entspannen Sie sich, Officer. Nee. Ich sehe hier keinen Notfall. Der wird gleich da sein, wenn ich hier eine Kopfnuss verpasse.
kann die nicht rausholen, ne? Die Auto ist abgelaufen. Das ist abgelaufen! Und vor allen Dingen, sein Auto ist so verdreckt.